Hallihallo Leute, willkommen zurück beim Heidenhain-Special. Wir sind wieder beim Trial mit Heidenherz und Kostanubis. Und da musst du unbedingt wieder Heidenheins sagen. Das ja, war wieder so klar. Natürlich! So als Rache dafür, für den Heidenherz, so alle bei Jokrati Hashtag Rattengift schreiben. ja. Heidenherz probiert jetzt auch Trial 03, während ich hier noch genau an der Stelle bin, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ja, genau. Bei mir, die Trupps bleiben ja sowieso so. Wenn du intelligent sein willst, zählst du Runden. Und zwar von Anfang an durchgehend, weil der also es gibt drei Gegner und der letzte macht alle vier und alle fünf Runden besondere Angriffe. Das heißt, wenn du intelligent bist, zählst du das mit. Ob du das dann tatsächlich machen willst, ist was anderes. Na super. Also ich habe es jetzt momentan nicht gemacht und ich komme hier noch zurecht. Oh, hier war ja alles aufgefüllt. Oh, dann legen wir mal los. Kraftpaket. Aha. Ja, die ersten beiden sind noch recht okay. Der zweite hat bestimmte Stellen, an denen er fiese Angriffe macht, die wirst du dann feststellen. Dafür hast du die Wiederbelebung dabei. Der erste ist aber, wie gesagt, eigentlich ziemlich simpel. Den habe ich ja in der letzten Aufnahme schon angefangen und der war halt so nach 3 bis 4 Runden einfach schon weg. Hier brauchst du auch keine Fujins am Anfang einsetzen, die kannst du sparen, einfach voll draufhauen. Ja, du schnell und schon sind zwei paralysiert. Ja, das kann passieren, also das wird ja auch wieder aufhören. Boah, jetzt sollte man eine Heilung für Darmanschell vielleicht nehmen. Ja, das ist generell sinnvoll, aber an sich, solange du innerhalb der ersten 4 Runden so weit bist, dass du mit die gaten kannst, ist alles in Ordnung. Und da hat Darmanschell zerlegt. Und dafür hast du Wiederbelebung. Bis er der SBW nicht eingesetzt hat, der registriert das manchmal nicht. Voll nervig. Das ist ärgerlich. Und das vielleicht einfach ein klein wenig langsamer, nicht so schnell gezogen, dann klappt das auch besser. Wobei ich habe das beim Emulator auch so ab und zu, dass gewisse Einheiten auf gewissen Positionen, vor allem auf der rechten Hälfte, halt einfach irgendwie nicht richtig funktionieren. Ohne ersichtlichen Grund. Aber an sich ist halt die Doppel-Jade-Kombination hier unheimlich stark, weil du damit halt ganz schnell ganz viel Brave Burst voll hast. Das ist halt, bevor sie da war, das Problem einfach, du hast deine Brave Burst nicht voll bekommen. Egal, was du gemacht hast, und dann standest du halt regelmäßig mit Problemen da. Ja, aber dann, da sollte ich jetzt unten zählen. Bei 50 und 30% macht er besonders starke Angriffe. Da solltest du aufpassen, dass du in der Runde auf jeden Fall mitigatest. Okay. Da kannst du ja zweifelsfrei in den passenden Runden, wenn du nicht voll bist, erstmal versuchen mit Selenheit die Sachen voll zu bekommen. Und selbst wenn das irgendwie aussieht, dass du es nicht schaffen wirst, kannst du dann ja Fujins einsetzen. Dafür hat man die eigentlich dann in der Hinterhand, aber im Normalfall sollte es eigentlich, wenn du vollen SBB einsetzt, danach auch machbar sein, dass du Darfenschell zumindest wieder auf sein BB hast und das reicht ja fürs Mitigaten. Ja, jetzt gerade sein SBB. Blablabla, bla, 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 Text. So oder ähnlich. Hm? Wie bitte? So oder so ähnlich. Ja, die haut halt zwischendurch Text raus. Das passiert halt. Und jetzt killt sie meinen Selner. Du Schweinepriester. Also dieser klassische Fall von, ja, alle Angriffe gehen auf eine Einheit. Natürlich ist die eine Einheit tot. Hätte sie woanders angegriffen, wäre das anders ausgegangen.
Eieiei. Oh. Das war knapp. Gut, du hast weggezogen, ne? Ja, Jade war im 50 HP vor Todbereich. Weil halt, ja, Meteor, Meteor, oh, alles auf sie. Hat's mir schon wieder ein Darwin-Schild zerlegt. Diese blöde Mistkrücke. Deswegen halt, also bei seinen Übergängen zu 50 und 130% ist es eigentlich normal, dass garantiert insgesamt drei Leute sterben. Aber das haben sie hier irgendwie ein bisschen abgewandelt, dass halt nicht so viele Leute sterben, weil man es mit Pech halt immer noch passieren kann. Hat das jetzt schon endlos? Ich glaube irgendwie nicht. Aber man merkt den Unterschied in der Aufstellung. Ich habe bei mir einen richtigen Heiler dabei, während du nur Lidith dafür hast. Und meine haben, glaube ich, konstant doch ein bisschen mehr HP übrig dadurch. Wie hat denn der jetzt einen Curse bekommen? Ich habe doch Immunität von Lidith. Wenn du die Immunität in der Runde nicht eingesetzt hast, also wenn er gestorben ist, nachdem er die Immunität hatte, hat er die Immunität nicht mehr. Und es könnte passiert sein, dass die unter Umständen in der Lage sind, solche Effekte wie Immunität wegzunehmen. Ja. Ich sehe, ja. Das wird es dann wohl gewesen sein, weil eigentlich hat Lidith ihr SBB gemacht und hätte die Immunität wieder neu draufsetzen müssen. Tja. Dann garde mit ihm in der Runde, damit er nicht noch mehr Schaden nimmt, wenn er schon so wenig HP übrig hat. Na, jetzt kommt Maxwell. Ja. Da würde sich halt jetzt, wie gesagt, Zählen anbieten. Man kann es aber auch ohne schaffen. Ich habe es auch die meiste Zeit ohne gemacht. Und bin jetzt schon gut weit gekommen. Was wichtig ist, was dir bei Maxwell auffallen sollte, die hat ab und zu so ein kleines, auch so ein gelbes Symbol mit so einem Engelchenschein und Flügelchen darüber. Die kann sich wiederbeleben und dementsprechend muss man am Ende gut darin sein, sie schnell zu töten, bevor sie in so eine Schande, ich habe mich gehalten, in so eine Schleife geht, in der sie sich immer wieder wiederbelebt. Und natürlich hat der Einzige, den ich gebraucht hat, um sicherzustellen, dass ich heilen kann, bei mir natürlich nicht angesessen, sodass mein Team jetzt kaum Lebenspunkte hat. Wow, und ich habe keine Wiederbelebung mehr, das ist schlecht. Ich habe auch nur eine. Eine kann ja reichen, aber es war halt der Punkt von Zelnite, hat halt das gleiche, was du gerade auch hattest, von wegen SBB angesetzt und es ist nichts passiert. Und dann war mein Heiler nicht voll und dann haben wir halt keine Lebenspunkte mehr. Ja, ist natürlich super optimal. Ja. Und er hat einfach Jade getötet. Ja, das kann sie. Also du musst gegen sie eigentlich jede Runde irgendwie mitigaten, sonst hast du da tatsächlich ein Problem. Also ja, es ist wichtig, dass ihr da. Ja, ich weiß, Darvenschild ist verflucht, also Zeit, dass der wieder rauskommt. Sonst hast du da wenig Chance. Weil die hat halt alle 5 Runden macht sie Schicksal oder englische Destiny. Und das ist ein unheimlich krasser Angriff. Wenn du da keine Mitigation hast, bist du raus. Ah, ich kann das halt leider überhaupt nicht ändern gerade. Ich habe halt statt Lidith den Baum mitgenommen. Und damit kann ich halt gewährleisten, dass meine Leute in solchen Sachen noch leben. Und Jade wieder tot. Darwin-Schell tot. Alle anderen so gut wie 8. Jetzt tötet noch Zelnite. Also, ja. Das hat sich erledigt. Schade. Mit dem Juwel wiederbeleben kann man nicht. Nee, Quatsch, kommt ja nicht. Nein, kann man in Trial nicht. Du könntest halt maximal zum Energieauffüllen benutzen. Wobei da vorher die Frage steht von, also eigentlich müsstest du dann auch Lidith durch etwas anderes ersetzen, was garantierter heilt und Statuseffekte heilt. Aber ich glaube, du hast deinen Baum noch nicht ausgebaut, oder? Nee, habe ich nicht. Ja, schade. Etwas anderes dafür hast du wahrscheinlich auch nicht, oder? Item könnte man basteln, was Curse wegnimmt. Was du machen, du warst was jetzt wahrscheinlich eine Chance, was du dir machen, angewöhnen kannst, nicht zwangsweise machen musst, aber machen kannst, ist, anstatt das Trial zu beenden oder abzubrechen, das Spiel einmal zu schließen und neu zu starten, dann behältst du deine Items. Und die Energie ist, glaube ich, weg, aber die Items bleiben dann erhalten. Das kann man halt machen, wenn man sich an seine Items easy zurückcheaten will.
Schwächung, Krankheit oder Verletzung. Nee, das ist nicht, was wir brauchen. Heilt einen Verbündeten von Fluch. Gibt's auch was, was alles heilt? In du noch nicht, das gibt es erst in Global. Na, dann nehmen wir einfach was für Fluch mit, würde ich sagen. Ja, da dürfte Fluch an der Stelle tatsächlich reichen. Nur die Frage ist, was willst du da für ein Items weglassen, was brauchst du nicht mehr? Da würde ich die Fujin-Tränke einfach weglassen. Ja, könnte man. Ja gut, da du keinen Heiler hast, kannst du Fujin-Tränke weglassen. Ich habe währenddessen übrigens zeigen können, wie man das Ganze erfolgreich schafft. Wir sind durch. Muhaha. Ja, wir haben natürlich nur noch eine Wiederbelebung, Light. Jetzt solltest du trotzdem mitnehmen, die jede Wiederbelebung zählt. Mal, vielleicht können wir noch eine bauen, aber ich bezweifle es einfach mal. Ja, ein Ehrentropfen fehlt. Ich würde dir ja gerade schon schicken, aber ich glaube, ich habe heute schon. Hat Ghost die schon geschickt? Weiß nicht, aber. Dann könntet ihr das ja jetzt machen. Ja, hast du schon ein Geschenk geschickt, Ghosty? Wenn nicht, schick mal bitte einen Ehrentropfen. Hey, ich habe schon dir heute schon Geschenke geschickt, glaube ich. Ah, Mist. Also, sobald bei mir irgendwie Geschenke auftauchen oder so, dann gucke ich gleichzeitig, ob ich was versenden kann. Ja, dann hast du das mit Sicherheit schon gemacht. Dann muss es mit einer gehen. Oder wahrscheinlich nicht gehen. Wir probieren es einfach nochmal aus. Den Doc für die Gruppe 1. Obwohl man ja quasi auch zum Beispiel eine Ronelle mitnehmen könnte. Das Problem ist, die musst du als Anführer haben, um den Effekt zu haben, und dann hast du ja Jade nicht mehr als Anführer. Und Ja, dann kriegst du wieso nicht. als Freundeinheit? Dann hast du halt nur eine Jade als Anführer. Ja, klar, das ist halt mit dem BB dann ein bisschen beschissener. Und da wäre zum Beispiel zumindest dann das geregelt. Ja, wir nehmen einfach mal die Jade noch, so. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Ich mache mich währenddessen übrigens schon mal an Trial 04. Das habe ich bei mir noch gar nicht gemacht, aber das kann man dann aus Spaß in der Freude auch mal ausprobieren. Musik ist immer so beruhigend. Ach, jetzt hat er das SBB wieder nicht gemacht. Ist aber was von nervig. Na gut, Gegner ist eh tot. Das war das ja richtig, ich erinnere mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zellenleit das normale, damit hier Darwanschell voll hat.
Nö, das hat wehgetan. Und wie läuft's bei dir da drüben? Ah, geht so vor sich hin. So vor sich hin. Tavanschei hat immer keine Lust voll zu werden. Das ist ziemlich nervig. Na, Darkenshire geht bei mir, mein Highlight als einziger Problem, aber da der halt keinen Angriff hat, ist das auch nicht so überraschend, dass der nicht so gut voll wird. Ich finde übrigens immer noch großartig, dass bei Jade der Brave Burst heißt Vernichtung des Elendsviertels und dann SWB, was war das? Armenviertelspest. Ich denke mir das mal, oh Mann. Oh, da hat's deine Jade zerlegt. Oh, und Elsa zerlegt. Warum bist du so gemein zu meiner Jade? Sag das aber doch, ich kann da nichts für. Ach. Und dann auch noch die Heilung vergessen. Naja. Das wird wohl wieder nichts werden, ja. Was machst du da nur? Jede Menge Schwachsinn. Ja, okay, so ein voll geheilt durch Herzkristalle passt. Oh, dann sind wir wieder bei Maxwell. Und haben keine Wiederbelebungen. Ah, dann darfst du jetzt nicht sterben. Ja. Was technisch gesehen machbar ist. Klar, das kommt natürlich ganz auf den RNG-Faktor an, wen Maxwell denn angreift. Und da wäre dann Jade eigentlich auch schon tot. Oder? Naja, ganz knapp. Ach, ist nicht voll, okay. Ich habe mich hier, glaube ich, auch gerade dumm angestellt. Ich hätte mitigaten sollen. Das versuche ich jetzt einfach jede Runde zu machen. Und wenn es nur der normale Baby ist, reicht hier völlig aus. Das Problem ist bei mir, es hat mich auch schon wieder eine Einheit gekostet, die ich hätte sparen können, indem ich einfach mitigated hätte. Aber generell ja, gegen Maxwell musst du jede Runde mitigaten, sonst hast du gar keine Chance. Ah, da war anscheinend noch nicht mal das normale BB voll geworden. Was ist da denn los? Dann Zell Knight nutzen, dafür ist er ja da. Jetzt zerlegen sie mir Zell Knight, shit. Ich befürchte, ich werde das ja auch nicht schaffen.
Nein, ach Mann. Jetzt hat der das BB nicht eingesetzt, sondern einfach einen normalen Angriff gemacht. Na super. Damit hätten wir keine Mitigation für die Runde. Dann hoffen wir, dass in der Runde nichts Schlimmes kommt. Ja, das sieht ganz okay aus. Ja, wunderbar. Gut. Glück gehabt. Da können wir jetzt wenigstens sein SBB einsetzen. Ach Quatsch, warum möchte ich den jetzt? Nein. Egal. Aber wahrscheinlich gar nicht so schlecht, sonst wäre Davanchel wieder nicht voll geworden. Kann er nicht was anderes angreifen? Die Jade soll überleben. Nein, das wäre viel zu einfach. Mann, Mann, Mann. So viel Heilung habe ich jetzt aber auch nicht mehr rumliegen. Ah, hier wieder gucken, dass es ein Brave Burst macht. Und Senna halt noch rein. Immerhin, er hat nur noch ein Viertel HP und labert mich schon wieder voll. Monster. Ja, das ist die Stelle, die jetzt wieder nochmal richtig wehtun wird. Zum Glück habe ich da ein Shell vorher einsetzen können. Ja, ich habe es Trial 4 nicht geschafft. Ich werde das einfach nochmal in Ruhe angehen müssen. Naja, schade. Ja, es war jetzt nicht so überraschend mit dem Teamvorbereitung, die ich da hatte. Und der Davanchel ist hier so kleiner Fitzel fehlt für sein SBB. Das ist doch echt zum Kotzen mit dem. Der wird nie voll. Was für ein SBB-Level hast du bei dem? 10. Okay, weil sonst hätte man damit nochmal nachhelfen können. Die haben alle ihr SBB 10. Ja, ich habe einfach mal einen Fujin für Zellnite genommen. Und dann haben wir die Davanchel auch voll. Ach du Kacke, Oh, verarschen? falsches Team. Ach, hast du gerade endlos fest kennengelernt? Oh fuck. Da hat's Elsa zerlegt. Aber so richtig. Ja, wir sehen es ja gleich. Junge, 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 dann machen wir mal. Ja, den Fujin heben wir mal auf. Vielleicht braucht man noch mal. Ja, Fujin sind halt zwar ist Eieiei. ziemlich wertvoll. Das ist endlos. Das ist einer der krassesten Angriffe, den es gibt. Alter Den sie Schwede. hat. Damn, die kriegen wir aber. Die kriegen wir jetzt bestimmt nicht voll geheilt, dann wird's uns wieder an. Ja. Super. Eieieiei. Aber wenigstens gehen jetzt die SBBs schneller voll, weil einer kriegt ja keine Kristalle zugeschoben. Ja, kann man Aber als dafür Vor- fehlt oder ja der Nachteil sehen. Sparkschaden, um mehr Schaden rauszuhauen. Das ist natürlich auch richtig. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Sagen Aber. wir, da hast du noch mit einem Lidl-Angriff ziemlich gut vollgehalten bekommen. Ja, Lidl fällt richtig genial. Also. Wird sich auch. Ah! Nicht Lidl wegkloppen! Nicht Lidl wegkloppen! Was macht die denn jetzt auf einmal für Angriff hier? Und Lidl tot. Na super. Da hat sich das mit den Heilen auch erledigt. Heiltränke haben wir auch nicht mehr. Und der wird sich gleich wiederbeleben.
Ja. Suboptimal würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall hier Mitigation rein. Na gut, nur die eine Jade ist nicht ganz voll geworden. Zur Not haben wir ja danach noch einen Trupp, der noch 1, 2. Ja, Das obwohl, wenn, Problem den ist, wird es du hast wahrscheinlich immer nur komplett 3 Runden zerreißen. Zeit, sie zu töten, sonst macht sie ihre Wiederbelebung an. Das heißt, du musst eigentlich sehr, sehr schnell sie dann kaputt bekommen. Sonst belebt sie sich bis dahin halt wieder. Ja, wir gucken mal. Das ist jetzt natürlich ohne Lidef ein ziemliches HP-Problem. So, du machst deinen normalen Brave Burst. Macht einfach auch mal Brave Burst her. Da ist halt vor allem das Problem, wenn dir Leute fehlen, machst du halt nicht mehr so viel Schaden. Da wäre halt wichtig, ein volles Team für vollen Schaden. Ja, und jetzt. Super. Jetzt muss ich den Fujin auf jeden Fall für Darwanshire nehmen, dass wir nochmal Mitigation haben. Oder für Jade für Schaden, damit er stirbt. Wenn du in der Runde kaputt bekommst und keine Wiederbelebung drauf ist. Ich schätze mal, ja. Also er hat keine Buffs und nix. Oder sie oder es oder. Sie, magst du das, eine Frau? Auch wenn sie nicht so aussieht. Hoffen wir mal, dass sie jetzt stirbt. Ja, stirbt. Juhu, hat sich das ja Wunderbar. doch gelohnt. Da hätten wir das geschafft. Und Maxwell kriegst du auch direkt als 6-Sterne-Form, die ziemlich krass ist, die du auf jeden Fall schnell ausbauen solltest. Die hat einen Anführerskill, der deinen Crit-Schaden erhöht und den Schaden, den du machst mit schwachen Elementangriffen. Sprich, wenn deine Einheit zum Beispiel Feuer hat und du greifst eine Erdeinheit an, kriegst du dadurch extra Schaden. Was aber nicht mit elementgebenden Buffs funktioniert, also zum Beispiel nicht mit Shida. Aber abseits davon ist es halt schon richtig geil. Und dazu hat sie im SBB noch einen Crit-Buff, der nett ist und 30 Treffer. Also für so Baby beim Spa-Crit-Team ist das halt der absolute Hammer. Kann man richtig gute Sachen mitmachen. Ja, direkt 6 Sterne, wunderbar. Und Level aber auch gleich, Energie gleich wieder aufgefüllt. Und auch noch ein Vermögen an Zelda dazu. Und ein Juwel, nehmen wir mit. Und Prüfung Nummer 4 werde ich definitiv nicht anklicken. Wieso denn nicht? Das wäre doch sicher lustig. Nee, das muss jetzt noch nicht sein. Da werden wir noch ein bisschen was ausbauen dafür. Ich glaube, da werden dir vor allem erstmal wieder Items fehlen. Das wird auch ein Problem darstellen, ja. Oder könnte man quasi die Folge hier beenden? Oder Gib bist mir du noch noch drinne? 3, 4 Minütchen. Ich bin nämlich gerade noch in einem Jade Dungeon. Den würde ich dann gerne noch zu Ende machen. Ja klar, macht nichts. Wir Du machen noch ein kannst ja bisschen währenddessen noch Arena. Arena machen. Du hast jetzt ja wieder volle Orbs. Rat mal, wer gerade einen Spiegel bekommt. Das war ja so Im Fall klar. Robert nicht. Oh Mann. Dabei will ich das eigentlich machen, um Burst Frogs zu bekommen und Crystals, aber irgendwie kriege ich dann eher die Spiegel. Ja, und ich krieg natürlich nicht das, für das ich da reingehe. Ja, obwohl du ja auch nicht. Passt. Genau, Elsa, zerleg sie alle. Ich mag mein Arena-Team. Merkt man kein bisschen.
will auch so ein Arena-Team haben. Musst du einfach mehr Glück beim Beschwören haben. Ja. Überhaupt erstmal irgendwas an Glück beim Beschwören, ja. Ja, das könnte helfen. Ja, dafür habe ich mehr Glück in der Ehrenbeschwörung als normal Beschwörung. Tja, hat ja auch was, ne? Ja, irgendwo muss ich ja mal Glück haben. Oh, da haben wir quasi die drei. Ja, also wenn ich. Drei weg. Shit. Also wenn ich PvP mache, also die Arena, dann muss ich mal die kleinsten raussuchen. Also so. Fuck, ich werde den Spiegel nicht mehr bekommen, weil sie hat einmal in einer Runde mein komplettes Team verflucht und paralysiert hat, weil ich das falsche Team dabei hatte. Oh, na, shit, super. Aber auch. Boah, ich könnte wiederbeleben. Wir hatten jetzt. Maxwell ist eine Lichteinheit. Ja. Ach, und da ist das Spiel abgestürzt. Na, vielleicht schaffen wir das noch. Das Spiel steht einfach drauf, abzustürzen, wenn ich Einheiten angucken möchte. Auf jeden. Wer steht nicht darauf abzustürzen, wenn du Einheiten angucken willst? Da probieren wir das gleich nochmal. Zum Glück startet sich das Spiel auf dem Emulator recht schnell. Definitiv. So, ist auch kein Wunder, bessere Rechnerpower, ne? Ja, aber auch bei mir auf dem Emulator startet sich das richtig schnell. War nicht noch was Neues? Maxwell, ach so, gerade ins Nee, dann hat man ja schon. Und Karl hat man auch schon favorisiert. Oder favorisiert. Enthauptung der Schurken. Was eine nette und charmante Fähigkeit, die sie da hat. Auf jeden Fall. Heilung können nicht mehr aufgefüllt werden. Interessant. Bis? Das ist bestimmt leer, oder? Nee, nichts. Oh, schon wieder das Spiel abgestürzt. Was ist denn jetzt los hier? Bei mir tut es das bei weitem nicht so oft. Bei in EU ab und zu, aber nicht so oft. Nee, da war auch gerade irgendein Fehler eingeblendet, ganz kurz, und zack, das Spiel abgeschmiert. Hm. Vielleicht einfach mal Daten aktualisieren nachher. Könnte helfen, ja. So, ich bin jetzt auch durch. Also von mir aus können wir da jetzt die Folge beenden nach 34 Minuten. Was meinst du? Ja, auf jeden Fall. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.